Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham schweben auf Wolke 7, wollen schon bald eine Familie gründen. Doch ein Familienmitglied soll von ihren Plänen alles andere als begeistert sein. Brooklyn, 24, und Nicola Peltz-Beckham, 28, haben sich am 9. April 2022 während einer traumhaften Zeremonie in Palm Beach das Ja-Wort gegeben. Seitdem präsentieren sich der Fußballersohn und die Milliardärstochter fast ausschließlich zusammen. Ob gemeinsame Fashion Week-Besuche, Dinner-Dates mit Freunden oder ihr Social-Media-Auftritt, Brooklyn und Nicola sind unzertrennlich. Und wenn sie doch mal getrennt voneinander interviewt werden, sprechen sie am liebsten übereinander und betonen, dass sie schon sehr bald eine Familie gründen wollen. Vor wenigen Tagen erklärte Brooklyn Peltz-Beckham zum Beispiel, er wolle so viele Kinder, wie meine Frau will. Ich möchte sehr viele, aber das hängt natürlich von ihr ab. Babypläne von Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham gefallen nicht jedem. Ein Plan, der nicht allen gefällt, behauptet Daily Mail-Journalistin Alison Boshoff. Sie will ein Baby, wurde mir gesagt, schreibt Boshoff in einem aktuellen Artikel und betont, dass nicht jeder von dieser Idee begeistert sei. Victoria ist offenbar gefühlsmäßig eher zwiegespalten. Von einer Quelle, die der Familie angeblich sehr nahe steht, erfuhr die Journalistin zudem, sie liebt ihren Sohn und will, dass er glücklich ist, man weiß also, dass das, was ihn erfreut, sie erfreut. Ja, natürlich, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie Großmutter werden will. Eiszeit während Fashion Week in Paris. Obwohl sich Victoria Beckham, 48, und Nicola Peltz-Beckham vor wenigen Wochen bei Victorias Modenschau in Paris höflich und freundlich begegneten, soll es hinter den Kulissen zwischen den beiden Frauen eisig zugegangen sein. Die derzeitige Situation ist, dass sie mit zusammengebissenen Zähnen lächeln und in einer Gruppensituation ist es vollkommen passabel. Sowohl David als auch Brooklyn tun so, als wäre alles in Ordnung. Aber die Beziehungen zwischen Victoria und Nicola sind eisig, verrät der Insider weiter. Scheint, als sei die Hochzeitskleidfehde noch immer nicht überwunden. Egal wie oft Victoria und Nicola betonen, dass alles in Ordnung sei oder auf gemeinsamen Fotos lächelnd posieren.